Sie haben da eine ganz, ganz tolle Stute, die sich super eignet. Und sie sind absolut alle beide auf einem sehr guten Weg, das von ihnen gesteckte Ziel zu erreichen. Was mir auch mal sehr gut gefällt, ist, dass die Stute und sie, es, oder es ihnen beiden gelingt, ein ganz gleichmäßiges Grundtempo durchzuhalten auf dem Weg zum Sprung, auch in den Wendungen. Also das ist wirklich da absolut auf dem richtigen Weg. Am Anfang, bei den ersten Sequenzen, habe ich noch gedacht, oh, da könnte man vielleicht in der Biegearbeit noch etwas verbessern. In den weiteren Folgen wurde aber doch schon deutlich, dass das auch hier schon besser wurde. Zwei, drei kleine Sachen würde ich doch anmerken wollen. Ihre Stute neigt dazu, so über dem Sprung, wie man so schön sagt, so ein bisschen stolz zu springen. Das heißt, sie hebt sich immer so ein bisschen raus. Sie springt nicht bis ins letzte Rund. Das ist grundsätzlich auch gar kein großes Problem. Sie neigen nur leider dazu, sich über dem Sprung so ein bisschen früh schon wieder aufzurichten und etwas früh Kontakt mit dem Pferdemaul wieder zu suchen. Ich denke, dass sich dadurch die Tendenz, dass die Stute etwas stolz springt, sich noch verstärkt. Von daher würde ich empfehlen, versuchen Sie mal einfach mit tieferer Hand noch vor über dem Sprung nachzugeben und auch ruhig noch etwas deutlicher mitzugehen und etwas länger auch bis in die Landephase hinein den Springsitz beizubehalten, um danach den Galoppsprung nach dem Sprung sich wieder, wie Sie das ja richtig auch machen, wieder aufzurichten, aber eben nicht schon über dem Sprung zu früh damit anzufangen, sondern lieber nach dem Sprung. Gute Übungen hierfür sind zum Beispiel auch, generell haben Sie die Übungen, die Sie ausgewählt haben, sind schon sehr gut. Ich bin immer ein großer Freund auch so für die gymnastizierende Arbeit und die Verbesserung da in der Durchlässigkeit und auch zum Üben des leichten Sitzes für Sie, mit Stangen vor dem Hindernis zu arbeiten. Zum Beispiel kann man wunderbar ein Brett oder eine halbe Stange oder ähnliches so 3, 6, 9 oder auch 12 Meter vor den Sprung zu legen, ja, sodass Sie dann beginnen können, schon quasi die 9 Meter vor dem Sprung eine Stange haben, da schon den leichten Sitz anzunehmen und den einfach rhythmisch bis über das Hindernis und bis inklusive der Landephase durchzuhalten. Ja, ich denke, dass dadurch die Stute auch vielleicht anfangen wird, den Hals etwas mehr fallen zu lassen und das Ganze dann noch rhythmischer und harmonischer wird.